Michel de Montaigne, Essay Nummer 69, Teil 13. Zur Hilfsbereitschaft. Viele Tiere einer Gattung verbünden sich und schließen sich zusammen, um sich gegenseitig beizustehen. So sieht man, wie Rinder, Schweine und andere einem der ihren, der aufschreit, weil man ihm etwas zuleide tut, mit der ganzen Herde zu Hilfe eilen und sich zu seiner Verteidigung um ihn scharen. Wenn der Seepapagei einen Angelhaken verschluckt hat, versammeln sich seine Gefährten in hellen Haufen um ihn und durchnagen die Leine. Und falls einer von ihnen in eine Reuse geraten ist, strecken ihm die anderen von außen den Schwanz entgegen. An einem beißt er sich dann unter Aufbietung aller Kräfte fest, so dass sie ihn herausziehen und mit sich fortführen können. Hat es aber einen Barsch mit der Angel erwischt, richten seine Gefährten ihre Rückenflosse auf, die bei ihnen wie eine Säge gezähnt ist, und durchschneiden auf diese Art die Schnur. Zu den besonderen Diensten, mit denen wir uns wechselseitig das Leben erleichtern. Auch hier sieht man unter den Tieren viele ähnliche Beispiele. So heißt es, der Wal setze sich nie in Bewegung, ohne einen der Meergrundel-ähnlichen kleinen Fisch vor sich schwimmen zu haben, der deshalb Lotsenfisch genannt wird. Der Wal folgt ihm und lässt sich von ihm so leicht hin und her führen, wie das Steuerrad ein Schiff lenkt. Und während alles andere, Tier oder Boot, das in den schrecklich abgründigen Rachen dieses Monsters gerät, augenblicklich verschlungen wird und verloren ist, darf sich der kleine Fisch zur Belohnung in völliger Sicherheit dorthin zurückziehen und darin schlafen. Und solange er ruht, rührt sich der Wal nicht von der Stelle. Kaum schwimmt das Fischlein aber wieder hervor, folgt er ihm unverweilt. Sollte er ihn jedoch zufällig einmal aus den Augen verlieren, beginnt er ziellos herumzuirren und nicht selten endet er gleich einem steuerlos gewordenen Schiff, aufgeschlitzt an den Klippen. Plutarch sagt, auf der Insel Anticyra einen solchen Fall gesehen zu haben. Eine ähnliche Lebensgemeinschaft besteht zwischen einem Zaunkönig kleinen Vogel und dem Krokodil. Er dient dem großen Tier als Schildwache, und wenn das Ich-Neumon, dessen Feind, sich nähert, um es anzufallen, beginnt er, damit es nicht im Schlaf von ihm überrascht werde, durch Zwitschern und Stupse mit dem Schnabel es aufzuwecken und vor der Gefahr zu warnen. Er lebt von den Nahrungsresten dieses Ungetüms, das ihn freundschaftlich in seinen Rachen aufnimmt und ihm gestattet, sich aus Kiefer und Zähnen alles herauszupicken, was darin stecken geblieben ist. Wenn es aber das Maul zuklappen will, bedeutet es dem Vogel vorher herauszugehen, indem es die Kiefer ganz gemächlich zu schließen beginnt, ohne ihn zu drücken oder gar zu verletzen. Die perlmuttreiche Steckmuschel lebt solcher Art mit dem Pinoteres, also Muschelwächter, zusammen, einem kleinen krabbenartigen Tier, das ihr als Pförtner dient. Er sitzt an ihrer Öffnung, die er ständig halb aufgeklappt hält, bis er irgendein Fischlein hineinschwimmen sieht, das ihm als Fang für beide geeignet scheint. Sobald dieses das Innere erreicht hat, folgt er ihm, zwickt die Muschel ins nackte Fleisch und zwingt sie so, die Schale zu schließen. Hierauf verzehren sie gemeinsam ihre in der Festung eingeschlossene Beute. Zur Kenntnis der Mathematik. Aus der Lebensweise der Thunfische ersieht man, dass sie deren drei Teile ungewöhnlich gut beherrschen. Erstens die Astronomie,
und hier kann sogar der Mensch von ihnen lernen, denn sie unterbrechen ihre Züge jeweils da, wo die Wintersonnenwende sie überrascht und bis zur folgenden Tag- und Nachtgleiche rühren sie sich nicht mehr von der Stelle. Deshalb räumt ihnen selbst Aristoteles die Kenntnis dieser Wissenschaft bereitwillig ein. Zweitens und drittens Geometrie und Arithmetik, denn sie geben ihrem Schwarm stets eine kubische Form und bilden daraus eine festgefügte, geschlossene Einheit mit 6 völlig gleichen Außenflächen. Und als solch würfelartiger Verband, hinten ebenso breit wie vorn, schwimmen sie los, so dass jeder, der sie erblickt und nur eine Reihe zählt, leicht die Zahl des ganzen Schwarms berechnen kann, da ja Tiefe gleich Breite und Breite gleich Höhe ist. Zur Großmut. Hierfür spricht mit kaum überbietbarer Deutlichkeit das Verhalten jenes großen Hundes, der dem König Alexander aus Indien geschickt wurde. Man bot ihm als Kampfgegner erst einen Hirsch an, dann einen Keiler und zuletzt einen Bären. Er beachtete sie jedoch überhaupt nicht und fand es unter seiner Würde, sich von seinem Platz zu erheben. Als er aber einen ihm vorgeführten Löwen erblickte, war er stracks auf den Beinen und gab so klar zu verstehen, dass allein dieser für ihn eines Kampfes wert sei. Zur Einsicht und Reue. Man erzählt von einem Elefanten, der, nachdem er in einem Wutanfall seinen Wärter getötet hatte, darüber in eine derart tiefe Trauer verfiel, dass er von Stund an nichts mehr essen wollte und so verhungerte. Zur Gutherzigkeit. Ausgerechnet von einem Tiger, dem grausamsten aller Tiere, wird berichtet, er habe lieber 2 Tage Hunger gelitten, als sich über ein ihm zugeteiltes Zicklein herzumachen und am 3. seinen Käfig aufgebrochen, um sich ein anderes Futter zu suchen. An seinem Gast und Gefährten wollte er sich nicht vergreifen. Zur Eintracht, die man dank wachsender Vertrautheit gewinnt, in aller Regel gelingt es uns ohne weiteres, selbst Katzen, Hunde und Hasen durch täglichen Umgang an ein friedliches Zusammenleben zu gewöhnen. Was nun aber jene, die zur See, namentlich auf dem Meer bei Sizilien, zu reisen pflegen, vom Dasein der Eisvögel in Erfahrung gebracht haben, übersteigt alle menschliche Vorstellungskraft. Welcher anderen Gattung von Lebewesen hätte die Natur jemals die Ehre einer solchen Begünstigung von Zeugung und Geburt angedeihen lassen? Zwar sagen die Dichter, die schwimmende Insel Delos sei eigens zur Erleichterung von Letus, Entbindung, verankert worden, doch hier handelt es sich nur um ein kleines Eiland. Nach Gottes Willen hält hingegen während der Zeit, da der Eisvogel seine Jungen ausbrütet, das ganze Meer still und bildet eine völlig glatte Fläche, ohne Wellen, ohne Wind und ohne Regen, und das genau um die Sonnenwende herum, den kürzesten Tag des Jahres. So verfügen wir dank dieser dem Eisvogel von Gott zuteil gewordenen Auszeichnung mitten im Winter über 7 Tage und 7 Nächte, die uns erlauben, gefahrlos zu segeln. Die Weibchen des Eisvogels nehmen kein anderes Männchen als das eigene an, das sie ihr ganzes Leben lang umsorgen und niemals verlassen. Wenn es gebrechlich und altersschwach wird, laden sie es auf die Schulter, tragen es überall mit sich herum und dienen ihm bis zum Tode. Und mehr noch, keinem menschlichen Forschergeist ist es bisher gelungen, hinter das Geheimnis des wunderbaren Gefüges zu kommen, das der Eisvogel herstellt,
wenn er das Nest für seine Jungen baut, noch zu ergründen, welches Material er hierfür verwendet. Plutarch, der mehrere davon gesehen und in der Hand gehabt hat, vermutet, der Vogel setze es aus den Gräten eines bestimmten Fischs zusammen, die er, die einen längs, die anderen quer, miteinander verflechte und dabei so krümme, dass er am Ende seines Formens ein schwimmfähiges, rundes Schiffchen erhält. Dann, wenn er den Bau vollendet hat, trägt er das Nest ans Meeresufer und setzt es der Dünung da aus, wo sie am sanftesten rollt, damit er erkennt, welche noch nicht gut genug verbundenen Teile des Gefüges er ausbessern und an den Stellen verstärken muss, die er unter den Wellenschlägen sich lockern und auflösen sieht. Andererseits wird durch diese all das, was bereits gut verbunden ist, derart dicht und fest aneinander gedrückt, dass es weder zerbrechen noch zerfallen kann und sogar Stein- oder Eisenschlägen standhält, wenn sie nicht mit äußerster Gewalt erfolgen. Was aber die allergrößte Bewunderung verdient, sind Proportion und Ausformung der inneren Höhlung, denn sie ist so gestaltet und abgemessen, dass sie nichts hineinlässt und aufnimmt, als den sein Werk überprüfenden Vogel. Für alles andere bleibt sie unzugänglich, dicht und verschlossen, sogar fürs Meerwasser. Hier liegt uns eine recht klare Beschreibung des Baus vor und sie stammt aus zuverlässiger Quelle. Gleichwohl dünkt mich, dass sie uns immer noch nicht genügend Einblick in die Vielschichtigkeit dieser Architektur gewährt. Wie groß muss doch unsere Eitelkeit sein, wenn wir Hervorbringungen als unter unserem Vermögen stehend ansehen und herablassend kommentieren, die wir weder zu begreifen noch nachzumachen fähig sind. Verfolgen wir diese Entsprechung und Gleichrangigkeit zwischen uns und den Tieren ein wenig weiter. Unsere Seele rühmt sich zum Beispiel des Vorzugs, alles, was sie wahrnimmt, der eigenen Beschaffenheit zu assimilieren, alles, was ihr begegnet, seiner körperlichen und sterblichen Eigenschaften zu entkleiden, alle Dinge, die sie der Aufmerksamkeit wert findet, ihre vergänglichen Erscheinungsformen als niedrig und überflüssig ablegen zu lassen. Wie Dichte, Länge und Tiefe, wie Gewicht, Farbe und Geruch, wie Rauheit und Glätte, wie Härte und Weichheit, samt allen sonstigen sinnlich fassbaren Äußerlichkeiten, um sie der eigenen geistigen und unsterblichen Verfassung anzupassen, so dass dieses Rom und dieses Paris, die ich in der Seele trage, so dass dieses Paris, das ich mir vorstelle, in meiner Vorstellung und inneren Sicht ohne Ort und ohne Ausdehnung ist, ohne Holz, ohne Stein und ohne Putz. Genau den gleichen Vorzug aber besitzen ganz offensichtlich die Tiere. Denn ein an Trompetengeschmetter, an Arkebusenschüsse und an Schlachtenlärm gewöhntes Pferd, das wir ausgestreckt auf seinem Lager im Schlaf zusammenzucken und erzittern sehen, als befände sich mitten im Kampf, hört in diesem Augenblick innerlich ganz gewiss Trommelschläge ohne Ton. Und es erblickt ein Kriegsheer ohne Krieger, ohne Waffen. Tapfere Pferde, die im Schlafe liegen, wirst du schwitzen sehen und heftig atmen und die Sehnen straffen, um zu siegen. Jener Hase, der einem Windhund im Traum erscheint und nachdem dieser schlafend zu lechzen scheint, indem er den Schwanz streckt, die Läufe schüttelt und alle Bewegungen einer Verfolgungsjagd vollendet,
vollendet nachzuahmen beginnt, ist ein Hase ohne Knochen und Fell. Hunde, die aufs Jagen abgerichtet sind, beginnen oft im Schlafe Witterung aufzunehmen, wie von Sinnen ihre Beine durchzuschütteln, plötzlich hochzuschnellen und, als hetzten sie den flüchtigen Hirsch, wild loszupellen. Selbst wenn sie erwachen, scheinen sie, obwohl benommen, immer noch zu jagen, bis sie wieder zu sich kommen. Häufig beobachten wir auch Wachhunde, die im Traume knurren, dann, als sehen sie einen Fremden kommen, loskläffen und erst beim Hochfahren zurückfinden. Der Fremde, den ihre Seele erblickte, war ein Mensch im Geiste, ungreifbar, ohne Körper, ohne Farbe, ohne Sein. Sogar die Schmeichelhündchen, die verwöhnt im Hause leben, verjagen ihren Schlummer oft, um je sich zu erheben, dieweil Gesichter und Gestalten sie zu sehen meinen, die ihnen nie begegnet sind und daher fremd erscheinen. Und schließlich zur körperlichen Schönheit. Hier müsste ich, bevor ich fortfahre, klären, ob wir uns über diesen Begriff einig sind. Vermutlich wissen wir nämlich gar nicht recht, was Schönheit an sich und gemeinhin ist, denn wir verleihen unserer menschlichen verschiedenste Gestalten. Gäbe es dafür einen natürlichen Begriff, würden wir ihn alle als verbindlich anerkennen, wie etwa den der Feuerhitze. Doch wir modeln uns die Formen der Schönheit nach eigenem Gutdünken zurecht. Was schön am belgischen Gesicht gefiel, an einem römischen nicht. Für die Indianer ist der Inbegriff von Schönheit ein schwarzes oder kupferfarbenes Gesicht mit dicken, aufgeworfenen Lippen und breiter, platter Nase. Die Scheidewand zwischen den Nasenlöchern belasten sie mit schweren Goldringen, damit sie ihnen bis zum Munde hängt, und die Unterlippe mit dicken, edelsteinbesetzten Scheiben, wodurch sie aufs Kinn herabgezogen wird, denn sie finden es geschmackvoll, die Zähne bis unter die Wurzeln sehen zu lassen.